In diesem Video heute gibt es nun endlich mal wieder einen neuen Besatz für mein 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium. Das hat eine relativ lange Vorgeschichte. Ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren einen Community-Beitrag gepostet, in dem ich gefragt habe, welche Salmler denn als nächstes in das 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium einziehen sollen. Das hatte den Hintergrund, dass ich damals festgestellt habe, dass die Weißflossenschmucksalmler, die ich da in einem großen Schwarm drin hatte, so langsam alt wurden und auch schon weniger wurden. Und das Ganze hat dann wirklich noch eine ganze Weile gedauert. Ich habe dann im Herbst letzten Jahres 2019 ein Video gemacht mit dem Thema, mit dem Titel Geduld ist eine Tugend, denn das ist, finde ich, wirklich so eine Eigenschaft, die man als Aquarianer ganz, ganz an erster Stelle haben muss. Geduld. Ich möchte ja, dass meine Tiere möglichst alt werden in meinen Aquarien und freue mich auch darüber, wenn die das tun. Und ich habe da zum Beispiel einen Schwarm rote Neons drin, der weit über 10 Jahre mittlerweile alt ist. Und da hatte ich lange Zeit mit 30 Tieren gearbeitet. Das sind auch jetzt mittlerweile deutlich weniger geworden. Es sind noch so 14 Tiere übrig. Und die Weißflossenschmucksalmler haben auch das Zeitliche gesegnet, sodass jetzt der Punkt gekommen ist, wo ich sage, okay, ich kann mal wieder neu besetzen. Und meine Wahl ist auf einen Salmler gefallen, den ich total super finde. Die Tiere sind nicht sonderlich häufig im Handel zu sehen, wobei ich in den letzten Wochen die in den Zoohandlungen, in denen ich so unterwegs bin, häufiger mal gesehen habe. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, das sind sie jetzt. Ich finde sie super, super klasse. Und zwar sind das die Phoenix-Salmler Hemigrammus filamentosus. Ich möchte an dieser Stelle auf ein Video verweisen von Tobi von Tax, also Tobis Aquaristik-Exzesse. Das verlinke ich auch mal hier oben, denn der hat eine super schöne Artvorstellung zu dem Phoenix-Salmler gemacht, wo man wirklich umfassend informiert wird. Und dementsprechend lasse ich diese ganzen Haltungsbedingungen auch in diesem Video einfließen, auf jeden Fall. Dann habt ihr es hier auch nochmal kompakt zusammen und meine Art und Weise, wie ich jetzt hier mit den Tieren umgegangen bin. Ich werde ein bisschen auf die Quarantäne eingehen, denn da hatte ich noch eine kleine Idee zwischendrin, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Und dann setze ich die Tiere einfach ein und zeige euch noch ein paar schöne Bilder von den wunderschönen Salmlern, die das jetzt hier geworden sind. Bevor ich das Video starte, wie immer, würde ich euch bitten, dass ihr ihnen einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich nehme euch ja hier mit auf den Weg, wie ich meine Aquaristik betreibe. Es gibt immer ganz, ganz viele verschiedene Wege. Das möchte ich auch nochmal betonen zwischendurch hier in so einem Video. Es sind ja auch immer wieder viele neue Leute da auf dem Kanal. Es gibt ganz viele Wege, die in der Aquaristik zum Erfolg führen. Und mein Ziel hier auf dem Kanal ist es einfach, euch den Weg darzulegen, wie ich das Ganze mache und wie ich damit auch einigermaßen Erfolg habe in der Fischhaltung, die hier ja sehr im Zentrum steht auf meinem Kanal. So, genug der Vorrede. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Jo, das sind jetzt also hier die Hemigrammus filamentosus, die Phoenix-Salmler, die ich ganz normal im Laden gekauft habe. Ein schöner Schwarm. Und die kommen jetzt erstmal in mein Quarantäne-Aquarium, welches ich hier versteckt unter meinem Rennbahn-Aquarium habe. Das Quarantäne-Aquarium ist nie, das löse ich nicht auf, sondern das läuft die ganze Zeit weiter. Und deswegen habe ich das so da drunter geschoben. Jetzt, wenn ich das wieder besetze, ziehe ich das nachher auch so ein bisschen vor, damit ich da besser dran arbeiten kann. Und der erste Schritt ist jetzt hier gewesen, weil das sehr lange schon lief, mal einen hundertprozentigen Wasserwechsel zu machen, alles zu reinigen, bis auf den Filter natürlich. Der läuft einfach weiter, der ist jetzt hier gut gesättigt. Da sind immer so ein paar Schnecken drin, die das ganze System aufrechterhalten. Und dann gebe ich ganz gerne ein bisschen Wasser aus dem Zielaquarium, hier also aus meinem 300 Liter Wohnzimmeraquarium dazu, weil es ja die Theorie gibt, dass so bestimmte Bakterienstämme da in dem Aquarium sein können und so. Und das ist jetzt nicht irgendwie, um da Bakterien reinzubringen in dieses Quarantäne-Aquarium, sondern einfach nur, damit schon mal so ein Schluck Wasser drin ist, was dann gleich ist dem Ziel-Aquarium und so eine direkte Angleichung des Wassers noch mehr zu haben als ohnehin schon, weil ich ja hier auch das gleiche Wasser immer aus der Leitung benutze. Das ist also sicherlich nicht hundertprozentig nötig. Und was ich immer gerne dazu gebe, sind dann Seemandelbaumblätter. Die färben das Wasser natürlich dann ordentlich braun, geben ihre Huminstoffe ab, was gut ist. Die sollen so ein bisschen antibakteriell wirken. Und ich habe da einfach super Erfahrungen mitgemacht. Das ist nicht wirklich wissenschaftlich nachweisbar in dem Sinne, aber ich habe da einfach super Erfahrungen mitgemacht. Deswegen kommen die da auf jeden Fall rein. Ja, und dann geht's ans Angleichen. Das habe ich schon in super vielen Videos gezeigt, wie ich das mache. Ist also erstmal ein Temperaturangleich, weil ich ja jetzt unterwegs war mit den Tieren und damit die Wassertemperatur sich dann jetzt hier erstmal angleicht in dem Beutel und in dem Behälter und dann kann ich die nachher auch dann hier rausfangen und dann schwimmen sie auch schon im Quarantäne-Aquarium. Die Quarantäne mache ich 4 Wochen
Und in diesen 4 Wochen beobachte ich die Fische, die ich neu gekauft habe, ganz genau. Die Box, die ich hier benutze, ist so eine ganz normale Plastikbox von einem großen Möbelhaus und die hat ebenso den Vorteil, dass sie ganz gut durchsichtig ist. Also man kann da ganz gut von der Seite reingucken und die Tiere eben genau betrachten und so dann eben auch beobachten, ob die gesund sind. Ne? Also ob da vielleicht sich irgendwelche Pünktchen entwickeln oder ob irgendwelche anderen Gesundheitsproblematiken auftreten. Das war jetzt hier bei den Tieren zum Glück nicht der Fall. Ein ganz schöner Moment bei so einem Salmlerschwarm ist für mich dann immer, wenn man die füttert. Das ist wirklich so eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil die einfach so gierig ans Futter gehen, wenn sie denn gesund sind. Und ja, ich habe hier noch so einen Polyfilter reingegeben, ne? Der soll nochmal so ein bisschen Sicherheit geben und eventuell Schadstoffe aus dem Wasser ziehen. Auch das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, ist nicht zwingend erforderlich, nicht zwingend nötig, aber gibt mir nochmal so ein Gefühl der Sicherheit. Ich habe das ganze Wasser hier natürlich sehr gut unter Kontrolle, weil das ein recht kleines Wasservolumen ist. Ich mache dann viel Wasserwechsel und man sieht eben auch von oben wie glasklar dieses Wasser in dem Aquarium ist. Da tut dieser Bobfilter hier wirklich einen guten Job. Ja, und dann nach einem Tag der Eingewöhnung fütter ich das erste Mal. Und das ist das, was ich gerade meinte. Nee, die gehen so wild an die Wasseroberfläche. Ja, das sind halt Salmler. Und Salmler sind häufig zumindest sehr, sehr gierige Fresser. Das habe ich bei den roten Neons auch schon häufiger mal beschrieben und gezeigt. Und da sieht man eben hier bei den Phönixsalmen dann auch, wie toll die ans Wasser gehen, ans Futter gehen. Und wenn ich jetzt hier von oben reingucke, dann sehe ich auch schon so die ersten Farben bei den männlichen Tieren. Es hat sich in den 4 Wochen rausgestellt, dass ich total Glück hatte bei der Auswahl der Fische. Ich habe fast nur Männchen erwischt. Glück ist hier ironisch gemeint. Ich hätte natürlich gerne ein paar mehr Weibchen dabei gehabt. Ich schaue mal, ob ich den Schwarm da noch aufstocken werde mit der Zeit oder ob ich das jetzt einfach dann dabei belasse. Das werde ich noch sehen. Ich möchte die Tiere nicht wirklich nachzüchten. Da kommt gleich nochmal so ein kleiner Absatz zu. Ich finde die einfach wunderschön jetzt hier schon im Quarantänebecken. Die treiben sich schon so ein bisschen. Die Männchen haben diese tolle rote Färbung schon hinten in der Schwanzflosse. Und ja, das ist einfach toll zu beobachten, wie gut es den Tieren hier schon in dem Quarantänebecken geht. Und immer wieder füttern, immer wieder gucken, ob die weiterhin gut ans Futter gehen, ob sich Auffälligkeiten zeigen bei den Tieren, bei einzelnen Tieren auch. Und ja, 4 Wochen wird das Ganze beobachtet, bis die dann soweit sind, dass ich sie in ein Aquarium mit Besatz setzen kann. Das mache ich natürlich nur, wenn das Fische sind, die ich in ein Aquarium gebe, wo schon andere Tiere drin sind. Wenn ich ein Aquarium komplett neu besetze, wie das zum Beispiel beim Uferaquarium der Fall war und auch schon ganz vielen anderen Beispielen meiner Videos, ja, dann mache ich keine Quarantäne, denn dann läuft die Quarantäne quasi in dem Aquarium selber. Aber ne, hier, die sollen in mein 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium, da möchte ich mir keine Krankheit reinholen und dementsprechend diese 4-wöchige Quarantäne. Ja, von oben zu beobachten war dann immer schon auch dieses Drohnen und leichte Treiben der Tiere untereinander. Da sind Weibchen mit dabei, aber nicht so viele. Ich habe dann überlegt, tu doch mal hier so ein bisschen Filtermaterial rein auf den Bodengrund. Und das war so kurz vor dem Umsetzen ins 300 Liter Wohnzimmer Aquarium. Da dachte ich, ich tue mal so ein paar Tage nochmal hier dieses Material rein. Das hat so ein bisschen den Hintergrund gehabt, dass ich gedacht habe, ja mein Gott, die treiben sich da schon schön, die sehen super prächtig aus. Vielleicht laichen die ja mal ab irgendwie in diesem dichten Filtermaterial und kommen dann eben nicht sofort an die Eier, die sie dann da reinlegen. Und vielleicht habe ich dann, wenn ich die Fische hier rausnehme aus der Quarantänestation, habe ich dann hier irgendwann noch ein paar Jungtiere, die ich großziehen kann. Das mache ich eigentlich nicht, weil die Gefahr in der Quarantänebox ist immer da, dass das irgendwie so ein Dauerprojekt wird, das dann besetzt ist. Und die Quarantänebox soll für mich eigentlich immer frei sein nach den 4 Wochen, damit ich dann auch wirklich da wieder neue Fische reinsetzen kann. Aber man hat schon gesehen auch hier, dass die Fische sich über diesem Laichmob quasi ja getrieben haben und da teilweise auch eingetaucht sind, sodass ich mir relativ sicher bin, dass sie da auch Eier reingelegt haben. Und das war so ein bisschen ein halbherziger Versuch der Nachzucht, ohne da jetzt ganz streng hinterher zu sein. Dafür sind einfach auch viel zu viele Tiere hier in dem kleinen Aquarium oder kleinen Becken drin. Und insofern war das nur ein kleiner Versuch, sodass eventuell dabei was rumkommt. Ich kann aber jetzt schon vorwegnehmen, das Ganze hat nicht funktioniert. Es wird keine Jungtiere der Phönix Salmler hier bei mir geben. Dann nehme ich meine kleine Transportbox, ne, so ein Fangbecher
und fülle da Wasser aus der Quarantänebox rein, sodass ich die Tiere dann da reinfangen kann fürs Umsetzen in das 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium. Ich fange die jetzt hier mit einem großen Netz raus, weil ich einfach hier genug Platz drin habe und so die Tiere sehr schonend und schnell dann auch entsprechend rausbekomme. Ich habe nachher noch so ein bisschen drin rumgeschoben, das ganze Material, was da drin ist. Das hätte ich auch vorher rausnehmen können, aber ich dachte eben, wenn da irgendwo Eier sind, lässt es mal lieber noch drin. Aber wie gesagt, ne, das mit dem kleinen Zuchtversuch nebenbei hat nicht funktioniert, ist aber auch gar nicht schlimm. Ich bin ganz froh drum, ich habe genug Jungtiere im Moment überall rumschwimmen und dementsprechend hat das halt nicht geklappt, was völlig in Ordnung ist. Ne? Und ja, dann hatte ich dann nach einer gewissen Zeit alle Tiere hier raus und konnte sie rübertragen in mein Wohnzimmer. Ja, das ist jetzt hier in diesem Fangbehälter die Truppe, die ich zusammen habe. Und die setze ich jetzt in das 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium. Hier mache ich eine ganz, ganz kurze Angleichung. Schon, da wäre sicherlich noch das bei Dunkelheit zu machen, ohne Beleuchtung. Aber ich habe jetzt hier gedacht für die Aufnahmen und es ist ein super kurzer Moment gewesen. Das Wasser ist identisch. Da habe ich ja schon die ganze Zeit für gesorgt, das möglichst anzugleichen. Benutze das gleiche Wasser, deswegen geht es nur ganz kurz darum, so ein Schlückchen reinzugeben. Der Maroni-Buntbarsch ist schon ganz interessiert, was da oben so wuselt. Aber friedliche Tiere, die Maroni-Buntbarsche, ich liebe die ja, das wisst ihr. Und er hat eigentlich nur mal kurz geguckt. Und ja, dann konnte ich entsprechend die Phönix-Salmler auch schon entlassen in das große Aquarium. Und das läuft dann einfach über ein Umschütten. In dem Fall muss ich mir keine Sorgen machen mit Transportwasser oder ähnlichem. Das ist alles mein Wasser von hier zu Hause. Und dementsprechend muss ich die jetzt nicht nochmal irgendwie rauskeschern, sondern kann die einfach mit dem Wasser hier in das 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium ja, quasi ausschütten. Ne? Ihr seht, ich mache das schon einigermaßen vorsichtig. Lass die da rausschwimmen, helfe dann am Ende noch so ein bisschen nach. Und dann Schwarmfisch-like stellen die sich in eine Truppe zusammen. Und das ist dann jetzt hier die Situation, ich habe das extra nicht geschnitten an der Stelle, damit man es auch wirklich live nachvollziehen kann, die Situation direkt nach dem Einsetzen. Was mich fasziniert hat, ist einmal natürlich dieser Gruppenzusammenhalt an der Stelle und auf der anderen Seite aber auch schon die Färbung, die diese Tiere jetzt hier schon zeigen. Das sind ja keine wahnsinnig super bunten Fische, aber ich finde diesen silbrigen Glanz, vor allem mit diesen langen Filamentflossen, daher auch der lateinische Artbegriff, und diese rot abgesetzten Schwanzflosse bei den Männchen, das finde ich ist schon ja wirklich ein ganz tolles Bild, was diese Tiere abgeben. Und nach sehr kurzer Zeit, das ist jetzt hier dann am nächsten Tag, haben die sich gut im ganzen Aquarium verteilt und zeigen auch hier dieses gierige Fressen, was ich so sehr liebe. Zum Thema Schwarmfische an der Stelle nochmal. Die meisten Salmler, die wir so zu Hause in unseren Aquarien haben, sind nicht wirklich Schwarmfische, sondern eher Gruppenfische. Das heißt, dass sie zwar sehr gerne und auch zwingend in einer Gruppe gehalten werden müssen. Ich würde da sagen, 10 Tiere aufwärts ist immer eine ganz gute Geschichte. Aber sie verteilen sich im Aquarium, grenzen auch kleine Reviere gegeneinander ab, die sie dann verteidigen, wo sie sich dann ein bisschen bedrohen. Und wenn dann so ein bisschen Gefahr ist oder eben, wie das gerade zu sehen war, kurz nach dem Einsetzen, dann kommt das schon dazu, dass sie wirklich auch eng in der Gruppe zusammenstehen, um sich einfach in dem großen Schwarm, der dann dadurch entsteht, zu schützen. Und daher kommt dann auch, dass man sagt, das sind Schwarmfische. Ne? Das ist ja so die Bezeichnung, die wir landläufig benutzen. Eigentlich sind es Gruppenfische, aber das macht ja auch nicht wirklich den riesengroßen Unterschied. Schwarmfische wären zum Beispiel die Rotkopfsalmler, die sehr schön im Schwarm auch zusammenbleiben und vor allem in dem Meerwasser. Im Meerwasserbereich haben wir wirkliche Schwarmfische, die diese bekannten großen Schwärme bilden mit den Formationen und so weiter. Da sprechen wir dann von Schwarmfischen. So, jetzt hier nochmal von ein bisschen weiter weg. Einfach total klasse, wie diese Fische jetzt hier in diesem Aquarium das Ganze ergänzen, weil sie in diesem, ja, ich sag mal, mittleren und oberen Wasserbereich sich ganz gerne aufhalten. Die halten sich auch weiter unten auf, ne? Das durchmischt sich immer mehr. Aber ich finde es einfach eine tolle Ergänzung und ich finde das Bild wirklich richtig, richtig schön. Also ich bin ganz begeistert davon, wie die sich hier eingefunden haben. Und man muss sagen, sehr, sehr problemlos. Die Phönix-Salmler sind sehr einfach zu haltende Salmler. Natürlich, jeder Fisch braucht seine Bedingungen, ne, und die muss man ihm auch geben und erfüllen. Das ist ein Fisch aus Südamerika, heißt, wir sind im pH-Wert leicht unter 7 im Optimalfall. Die halten aber auch neutralen Bereich aus und auch ein bisschen darüber gehend. GH, KH, irgendwo
sag ich mal, zwischen 4 und 10, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt mal so ein bisschen dahergesagt, denn nachgucken kann man das immer selber, ne? Also kann es bei Google eingeben und dann hat man da Werte angegeben. Das ist jetzt so das, was ich hier daraus mache. Diese haben eine relativ breite Spanne. Hier vorne sieht man übrigens mal ein Weibchen und hier das Männchen. Unterscheidung ist klar, Weibchen etwas farbloser. Nicht diese sehr lang ausgezogenen Flossen und nicht diesen roten Bereich in der Flosse, wie das die ganzen Männchen, die hier drin sind, zeigen. Und ja, das sind eigentlich dann schon so die Wasserbedingungen, die man benötigt. Temperatur irgendwo zwischen 24 und 28 Grad. Ich fahre ja hier in dem Aquarium so 27 Grad. Das tut den Phönix-Salmonen auch ganz gut. Die mögen es ganz gerne im etwas wärmeren Bereich und haben sich eben hier sofort super eingelebt und keinerlei Probleme gezeigt, sondern sich einfach sofort, ja, es war so ein bisschen eingesetzt und instant waren sie völlig da und eingewöhnt. Hat sich auch nicht viel dran getan an ihrem Verhalten, sondern ne, Farbe ist da. Gieriges Fressen, immer wieder. Ja, ich zeige das so oft, weil ich so selber so begeistert bin davon. Und auch die anderen Fische, die da drin sind, lassen die Phönix-Salmonen in Ruhe. Das ist einmal der große Maroni-Buntbarsch, ne? Die sind ja ohnehin sehr friedlich. Da habe ich gar keine Probleme mit. Auch die roten Neons als weitere Schwarmfische in diesem oder Gruppenfische in diesem Aquarium haben keine Probleme mit den Phönix-Salmonen. Die sind super lebhaft. Was dem Aquarium sehr gut tut als Bild, das fehlte mir so ein bisschen. Die roten Neons sind eher relativ ruhige Gesellen. Die Fische, die hier immer noch so vom Bild her so ein bisschen stören, sind hier meine Netzpinsel-Algenfresser, die ja sehr, sehr groß sind und wild sind. Ich denke sehr hart darüber nach, die vielleicht doch mal aus dem Aquarium zu nehmen. Auf der anderen Seite habe ich die ein bisschen lieb gewonnen und die passen von der Größe hier gut rein, aber zerstören natürlich so ein bisschen die Südamerika-Bild. Und deswegen, da bin ich noch nicht so am Ende der Überlegungen. Irgendwie finde ich die aber auch cool, dass sie da drin sind. Und wenn ich das Ganze so beobachte, dann haben die anderen Fische, die hier drin sind, keinerlei Probleme mit den beiden, mit den drei Netzpinsel-Algenfressern. Und insofern weiß ich noch nicht. Entweder ich lasse das so oder die beiden Netzpinsel-Algenfresser werden irgendwann nochmal ausziehen. Ja, eine schöne Art und Weise, diese Salmler auch zu beobachten bei der Fütterung, ist die Fütterung von solchen Futtertabletten. Da gibt es verschiedenste Marken, die sowas anbieten und herstellen. Prinzip ist immer das gleiche. Man kann diese Futtertabletten über eine Adhäsionskraft an die Scheibe kleben und so die Tiere wunderbar beim Fressen beobachten. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich merke auch tatsächlich vermehrt jetzt wieder, seitdem ich die Phönix-Salmer hier drin habe. Denn ansonsten gebe ich auch viel von diesen Futtertabletten einfach so ins Aquarium, dass dann die Bodenfische auch viel davon haben. Und auch die Salmler gehen gerne auf den Boden, um dort dann zu fressen. Das ist zwar nicht bevorzugt von denen, ne, weil die eher aus dem Freiwasser oder von der Oberfläche das Futter nehmen, aber es sind so gierige Fresser, da nehmen die auch das Futter vom Boden auf. Insofern, jetzt gerade sind sie hier neu drin und ich genieße das einfach, dass die mal wieder hier so an der Scheibe im mittleren Wasserbereich so toll fressen, wie sie es hier tun. Die Tiere zeigen ein relativ stark ausgeprägtes, aber auch ritualisiertes Drohverhalten gegeneinander. Es sind ja viele Männchen, die so kleine Reviere abgrenzen. Da kommt es immer mal wieder zu kleinen Reibereien. Die jagen sich auch mal weg. Aber es entstehen keine Schäden daraus an den Tieren. Also sie sind jetzt nicht so aggressiv untereinander, dass sie irgendwie Schaden nehmen würden. Aber sie sind wirklich sehr lebhafte Gesellen, ne, im Vergleich zu den roten Neons. Jetzt muss man hier sagen, das möchte ich auch nochmal betonen, die roten Neons, die ihr hier drin seht, das sind diese ganz alten Tiere, die ich hier habe. Und da sind schon Deformierungen da, ne, da sind schon leichte Farbfehler drin und so. Die Tiere sind nicht krank, aber die sind einfach unglaublich alt, ne? Das ist so ein ganz großes altes Weibchen, was jetzt unten an der Futtertablette steht. Das hat auf der anderen Seite schon so eine leichte Pigmentstörung. Aber wie gesagt, keine Krankheit, sondern einfach nur Alter bei den Tieren. Ja, also neue Fische im Wohnzimmer-Aquarium. Ich bin super froh, dass ich das endlich machen konnte, ne? Auch meine Geduld hat ja irgendwann mal ein Ende. Aber ich war wirklich sehr, sehr geduldig, wie ich das im Intro gerade schon beschrieben habe, was den neuen Besatz in diesem Aquarium angeht. Und ich bin mit der Wahl super, super zufrieden. Bin gespannt, wie lange ich was von den Salmlern habe, denn die waren schon relativ groß, als ich die gekauft habe. Ich kann also nicht sagen, wie alt die sind. Aber wir werden sehen, wie lange die es hier drin machen. Jetzt sind sie erstmal frisch drin und ich freue mich auf die Zeit mit diesen Salmlern und die hier zu beobachten. Und ja, für mich eine tolle Bereicherung für mein 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen.
Denn es gibt immer wieder Updates, nicht nur zu diesem Aquarium, sondern auch zu allen meinen anderen Aquarien. Und ich würde mich da sehr drüber freuen. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.